Die Bühne ist schon nahezu bereit für unseren nächsten Referenten. Ich darf ihn ansagen. Nach diesem Referat wird es dann wieder eine Pause geben, schon als kleine innere Vorbereitung. Unser nächster Referent ist der jüngste im heutigen Tag, der jüngste AZK-Referent. Ich umschreibe ihn einmal. Er ist diplomierter Dolmetscher von Beruf. Er hat sein Universitätsstudium in Leipzig absolviert, aber bereits mit 16-jährig hat er eine journalistische Laufbahn begonnen. Zuletzt hat er gearbeitet in der Redaktion des MDR-Fernsehen und heute ist er freier Journalist und Koordinator von Exopolitik. Als ich das erste Mal hörte, Exopolitik, ich hatte keine Ahnung, was das ist. Ich bekam eine Einladung, ich bin der gefolgt. Und dann war mir klar, mit dem müssen wir uns auch einmal auseinandersetzen. Also Exopolitik ist eine internationale Bürgerinitiative mit dem Ziel, die von den Massenmedien ignorierten Hinweis auf eine, und jetzt kommt das Thema, auf eine außerirdische Präsenz auf der Erde bekannt zu machen. Exopolitik, wir haben es jetzt mit dem Gründer der Exopolitik in Deutschland zu tun. Ich darf unseren jüngsten Referenten des Tages heute begrüßen. Begrüßen wir gemeinsam Robert Fleischer. Referent Robert Fleischer. Außerirdische Präsenz. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ich habe ihm geschrieben, vielleicht schafft er den Sprung über den eigenen Schatten. Er hat erwähnt in seinem Vortrag, den ich mir angehört hatte, an einer anderen Stelle, dass er eine persönliche Erfahrung in der Richtung gemacht hat, aber er will sie nicht in den Mittelpunkt stellen, dass er nicht irgendwie zum Mittelpunkt wird. Ob er uns heute zum ersten Mal ein bisschen ins Kästchen reinschauen lässt, das überlassen wir ihm. Wir nötigen niemanden. Wäre natürlich sehr interessant. Immerhin hat es zur Gründung dieser Exopolitik geführt in Deutschland. Und wenn ich es recht in Erinnerung habe, sind da etwa 3000 Menschen mit integriert. Ja. Also es hat etwas ausgelöst. Das war sicher nicht einfach irgendetwas etwas Unbedeutendes. Aber wir sind mal gespannt über dieses Thema. Und ich kann nur wieder sagen, öffnen wir uns. Auch die Christen hier drin, hier hat es ziemlich viele Christen. Außerirdische Präsenz, alles Spuk. Wir hören einfach rein. Nicht mit den Ohren, nicht mit den Augen allein, sondern mit dem Herzen. Ja? Aber er bringt interessante Fakten, und zwar aus Archiven, die geöffnet wurden. Damit müssen wir fertig werden. Was das ist, lassen wir uns jetzt mal reinführen. Bitte, Robert Fleischer. Ja, vielen Dank, Ivo Sasek. Vielen Dank. Oh Mann, sind hier viele Leute. Von hier oben sieht das ja noch viel krasser aus. Als ich meiner Familie gesagt habe, dass ich eingeladen bin, hier zu sprechen, da haben die gesagt, ja, hast du denn da keine Angst, vor so vielen Leuten zu sprechen? Da habe ich gesagt, ach nö, ach Ivo und so. Aber ich muss ehrlich zugeben, jetzt wo ich hier stehe, bin ich schon etwas aufgeregt. Ich muss auch kurz noch meine Eieruhr stellen. Wissen Sie, ich habe auch so einen Drang, so einen Laberflash, der mich immer dann befällt, wenn es um Außerirdische geht. Und wie gesagt, es ist eine sehr große Ehre, dass ich hier sein darf. Ich möchte mich vielmals bei den Organisatoren bedanken und ich bin wirklich voller Optimismus für die Zukunft der Menschheit, wenn ich mir anschaue, was Menschen zusammen auf die Beine stellen können hier bei der Anti-Zensur-Koalition. Wahnsinn! Wirklich Wahnsinn. Ja, ich bin das Nesthäkchen, offenbar der Jüngste. Ja, große Ehre. Ganz kurz, ich habe im Jahr 2007 die Deutsche Initiative für Exopolitik gegründet, nachdem das auch schon eine Bürgerinitiative war, die es weltweit auch gibt. Die gibt es in vielen, vielen Ländern. Wir sind in Deutschland also nur eine kleine Außenstelle, wenngleich wir auch das vielleicht ein bisschen größer aufziehen als in anderen Ländern. Ich habe früher beim Fernsehen gearbeitet und habe dort wieder aufgehört, weil ich verstanden habe, dass Massenmedien grundsätzlich nicht der Ort sind, wo sie
Informationen berichten können, die vielleicht wichtig sein könnten für die Menschheit. Sie erfahren also unglaublich viel über das neueste Tattoo am Hintern von wem auch immer und so weiter. Sie erfahren alles Mögliche, aber Informationen finden Sie nicht im Fernsehen, sondern Fernsehen ist zur Zerstreuung da. Das hat auch, glaube ich, mal der ehemalige RTL-Chefredakteur gesagt. Das war mir zu blöd. Ich wollte meine journalistische Arbeit also frei fortsetzen und Exopolitik Deutschland ist also ein Forum, das wir dafür gegründet haben. Wir haben inzwischen mehr als 3000 Mitglieder und Aktivisten in Deutschland, Österreich und der Schweiz und auch in vielen anderen Ländern bis nach Dubai. Reicht offenbar die Kunde von Exopolitik. Wir kriegen auch immer eine E-Mail, wenn jemand neues Aktivist wird. Da wundert man sich dann schon, wer dann alles also mitmacht. Das ist unsere Webseite und ich möchte Ihnen die nur ganz kurz zeigen, bevor ich zur Sache komme, dass wir hier drei Bereiche haben. Können Sie mal einen Laser? Ich habe leider einen viel kleineren Laser als der Kollege Robert Stein. Er hatte hier sehen Sie den Bereich Exo-Wissen, also alles, was Sie hier sehen. Hier finden Sie primär Informationen, die auch für... Oh, vielen Dank. Das ist echte Kollegialität. Danke. Wow, Wahnsinn. So, hier der Exo-Wissen-Bereich. Hier haben Sie jede Menge Primärinformationen, die also auch vor allem für Journalisten wichtig sind. Glauben Sie bitte nichts, was Sie jetzt hier hören werden, sondern prüfen Sie es selber nach. Es ist ein sehr kontroverses Thema, das sich lohnt, dass man sich selbst hinsetzt und sich damit auseinandersetzt. In diesem Bereich Exo-Wissen finden Sie also Informationen, die Sie brauchen, wenn Sie sich zuerst einmal darüber ein Bild machen wollen. Wir haben außerdem ein Exo-Magazin, in dem wir Informationen dann geben für die Leute, die dann schon wissen, was Sache ist und sich dann über die tieferen philosophischen Konsequenzen darum Gedanken machen wollen. Und wir haben eine Exo-Community, da sind die 3000 Mitglieder und auch Aktivisten, die sich dann zusammenschalten können, um einfach mal ganz unbefangen über ein Thema zu reden, denn sie wissen ja gar nicht, wie viele Leute es gibt, die schon mal irgendwas gesehen haben, aber sich nicht trauen, darüber zu reden, weil das Thema ja so lächerlich ist. Wenn ich Ihnen jetzt sage, dass diese Lächerlichkeit kein Zufall ist oder dass diese Lächerlichkeit nichts mit dem Thema an sich zu tun hat, dann klingt das vielleicht komisch. Aber es ist eine Hypothese, die ich jetzt einfach mal am Anfang meines Vortrages aufstellen will und Sie können mir dabei folgen oder nicht im Verlaufe des Vortrages, dass es ja wohl nichts Effizienteres gibt, ein Thema aus der öffentlichen Diskussion herauszuhalten, als dieses Thema lächerlich zu machen in der Öffentlichkeit. Tatsächlich erfahren Sie in den deutschen Massenmedien, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz aussieht, aber in deutschen Massenmedien erfahren Sie im Grunde gar nichts Wertvolles über UFOs. Sie lesen überhaupt, wenn Sie mal was über UFOs lesen, dann lesen Sie, Achtung, UFO-Alarm erwartet, weil die internationale Raumstation wieder über Deutschland fliegen wird nächste Nacht. Oder Sie sagen, UFO-Alarm wegen asiatischer Himmelslaternen. Und so weiter und so fort. Sie erfahren auch viel von Leuten, die angeblich Lügenbaron Münchhausen irgendwelche Geschichten erfinden, um sich wichtig zu machen. Oder dass Leute, die UFOs gesehen hätten, in irgendeiner Weise psychisch gestört wären oder so etwas. Und es ist alles Quatsch. Soziologische Untersuchungen, die es dazu gibt, haben allesamt nichts dergleichen zutage gefördert, sondern ganz im Gegenteil. UFOs werden von ganz normal klar denkenden Menschen gesehen. Und sogar die Sichtungsquote unter Berufsastronomen ist genauso hoch wie unter Nicht-Astronomen. Das müssen Sie also vorher wissen. Wenn ich also über UFOs rede, und das möchte ich auch noch ganz kurz voranschicken, wieso überhaupt Exopolitik außerhalb Politik und so weiter, ja? Ich meine, wenn wir am Wahlsonntag unsere Stimme an der Wahlurne abgeben, dann wählen wir ja die Partei, von der wir der Meinung sind, dass sie unserem Kenntnisstand nach die besten Entscheidungen trifft. Allerdings ist es so, dass dieses Thema kaum in der Öffentlichkeit bekannt ist, die ganzen Fakten dazu, die allerdings wichtig wären, um sich eine informierte Meinung zu bilden, werden geheim gehalten. Und aus diesem Grunde ist es sehr schwer, eine richtige Wahl zu treffen bei der Wahl, zumal auch der Horizont unserer Politiker eben am Horizont dieses kleinen Planeten, auf dem wir sind, im Universum aufhört. Und die Realität ist aber, dass wir nur dieser winzig kleine Planet sind, viel, viel kleiner als die Sonne. Es gibt hunderte Millionen von Sonnen im Universum, in unserer Galaxie. Es ist unglaublich, wie groß das ist. Wir wissen eigentlich gar nichts. Mein Freund Klaus Turtow hat ja gesagt,
ein ganz beträchtlicher Prozentsatz des Universums besteht aus dunkler Materie, für uns völlig unvorstellbar, was das ist. Wir wissen also nichts darüber. Wir müssen allerdings etwas darüber erfahren. Gut, kommen wir jetzt mal zu der Frage, wo hole ich Sie ab, wenn ich über ein Thema sprechen möchte, von dem Sie alle schon gehört haben, aber immer nur was Lächerliches in den Medien. Fangen wir doch mal an mit einem ganz aktuellen Beispiel aus der Massenmedienberichterstattung. Hier sehen Sie das Hamburger Abendblatt. Wo sind nur die UFOs geblieben? Titel des Hamburger Abendblatt, die sagen, die Szene derer, die daran glauben, steckt in einer Sinnkrise. Auch wegen des Internets. Sie sagen also jetzt, wo es Internet und Facebook gibt, da kann man jederzeit nachfragen, was dort los ist, und da ziehen erfundene UFO-Berichte eben nicht mehr. Klingt erstmal sehr plausibel. Berliner Morgenpost schreibt genau dasselbe, ja. Wo fliegen Sie denn? Warum die UFO-Szene vor ihrem Ende steht? Und auch die Welt, eine sehr wichtige Zeitung in Deutschland, schreibt, Ufologen sind in einer echten Krise. Die Ufologenszene befinde sich in einer tiefen Depression. Also ich muss Ihnen sagen, ich weiß ja nicht, ob es hier im Raum Menschen gibt, die sich auch für UFOs interessieren. Also mir geht es eigentlich noch ganz gut. Von Krise keine Spur. Der Punkt ist, dass all diese Berichte, die Sie hier lesen, und ich komme im Laufe des Vortrages auch noch mal darauf zurück, völlig an der Sache vorbeigehen. In diesen Artikeln, die wir hier präsentiert bekommen, werden sogenannte Ufologen dargestellt als Anhänger eines exzentrischen Hobbys, die nichts weiter zu tun haben in ihrem Leben, als durchs Fernrohr zu gucken und irgendwelche spinnerten Szenarien sich auszudenken. Und die sind halt jetzt am Aussterben. Das ist also der Tenor dieser Artikel hier. Was diese Artikel allerdings überhaupt nicht erwähnen, ist, ich möchte Ihnen einfach mal ganz kurz zeigen, mal so ein paar Exemplare dieser angeblich aussterbenden Spezies der UFO-Forscher. Hier sehen Sie drei Herren, einer aus Frankreich, einer aus Chile, einer aus Uruguay. Sie sehen, der da ganz auf der rechten Seite hat eine Uniform an, das kommt nicht von ungefähr. Der ist nämlich der Leiter des staatlichen UFO-Forschungsprogramms von Uruguay, ansässig bei der uruguayanischen Luftwaffe. Der Mann in der Mitte ist General Ricardo Bermudez. Er ist sozusagen der Amtskollege von Herrn Sanchez aus Uruguay. Und er leitet in Chile das Komitee für die Erforschung anomaler Luftraumphänomene. Und rechts daneben sehen Sie Javier Basso. Er ist der Leiter der zivilen UFO-Forschungsbehörde Frankreichs. Das ist das Nachbarland. Jetzt überlegen Sie mal, die Franzosen haben eine UFO-Forschungsbehörde schon seit 30 Jahren. Ja, haben die denn nicht alle Untertassen im Schrank? Warum machen die denn? Die sollen doch mal das Hamburger Abendblatt lesen oder die Welt, dann wüssten die doch Bescheid. Müssten sie ja keine Steuergelder ausgeben. Wie Sie sehen, die sehen eigentlich alle noch ganz frisch aus, von einer Krise oder Depression oder Aussterben keine Spur. Im Gegenteil, die staatlichen UFO-Forschungsbehörden haben auch noch Zuwachs bekommen. Gerade erst in letzter Zeit ist Mariano Mohaupt dazugekommen von der argentinischen Luftwaffe. Die argentinische Luftwaffe hat erst im Juni 2011 eine neue UFO-Forschungsbehörde gegründet. Was glauben Sie, warum die das machen? Glauben Sie, dass diese Länder, dass die das machen, weil die nicht wissen, was Sache ist in puncto UFOs? Warum machen die das? Und ich sage Ihnen, warum die das machen. Die machen das, weil UFOs ein ganz ernstzunehmendes Thema sind, nicht nur für den Luftverkehr, sondern auch für die nationale Sicherheit. Und weil ständig irgendwo UFOs registriert werden. Sie werden von geschulten Augenzeugen gesehen, sie werden von zivilen, militärischen Piloten, sie werden auf dem Radar erfasst. Manchmal hinterlassen sie sogar Landespuren, die untersucht werden in staatlichen Forschungsprojekten. Und zu diesen Sachen möchte ich jetzt kommen, um Ihnen zu einer informierten Meinung über dieses UFO-Phänomen zu verhelfen, das ja angeblich so lächerlich ist. Sehen Sie, Ricardo Bermudez aus Chile hat vor 2 Jahren, als eine der ersten Amtshandlungen seiner UFO-Forschungsbehörde, seinem Comité de Estudios de Fenómenos Anómalos Aéreos, ein Mitschnitte von Funksprüchen veröffentlicht von zivilen Piloten, viele davon,
Sie finden auf unserer Webseite 3 Beispiele. Ich habe jetzt hier nochmal ein Beispiel rausgepickt, was passieren kann, wenn Sie ziviler Pilot sind und es mit einem UFO zu tun kriegen, im Landeanflug auf einen Flughafen. Bitte mal Video 1 ab. Eso lo vimos, nosotros, pero sí, está totalmente otra cosa, está totalmente despejado. Ok, entiendo que lo que habría visualizado tenía resplandores con el rojo verde aproximadamente. Afirmativo, y después se puso una luz brillante, muy brillante, como una luz de aterrizaje, pero calcula unas 2 millas del avión. Afirmativo, si lo visualizamos con binoculares de acá, está aproximadamente la prolongación de eje vista. Estuvo, no sé, seguramente tiene que haber sido así. Nosotros pensamos que era un avión en el sentido contrario y se acercó rápidamente, pero después, posteriormente, como le digo, como que se desplazó hacia el oeste y posteriormente ya no lo vimos más. Ya, y ya no lo vimos más. Und dann ist es verschwunden. Wenn also eine vollbesetzte Boeing 737 im Landeanflug auf den Zielflughafen plötzlich eine Ausweichmanöver machen muss, weil sich da ein UFO im Kollisionskurs befindet, das wäre doch schon ein Grund für das Militär, sich um die Luftsicherheit zu sorgen, oder sehen Sie das anders? Und genau so sehen das eben auch die militärischen Experten hier von diesen 4 Untersuchungsbehörden, die ich Ihnen gerade vorgestellt habe. Es ist jetzt aber an der Zeit, dass ich Ihnen erstmal sage, was überhaupt ein UFO ist. Denn UFO bedeutet eigentlich erstmal gar nichts. Es heißt, Unidentified Flying Object ist ursprünglich ein Begriff der Amerikaner gewesen, um nicht mehr Flying Saucer sagen zu müssen. Allerdings ist der Begriff derart unkonkret und er setzt zu viel voraus. Das Einzige, was daran stimmt, ist das U für unidentified. Wir wissen nicht, ob sie fliegen, wir wissen nicht, ob sie objekthaft sind. Es werden die unterschiedlichsten Erscheinungen unter diesem Begriff zusammengefasst.
Es handelt sich auch nicht um irgendwas, was die Oma Elsbeth vom Balkon gesehen hat, als sie gerade dort Kaffee trinken war mit ihrer Tante Erna oder sowas, sondern es handelt sich dabei um Objekte, die eingehend untersucht worden sind von zivilen oder militärischen Experten und dennoch keinerlei konventionelle Erklärungen zugeschrieben werden können. Es gibt verschiedene Hypothesen, um was es sich dabei handeln kann. Natürlich muss man erstmal sagen, dass 80-90% aller Dinge, die als UFO gemeldet werden, tatsächlich ganz konventionell erklärt werden können. Es ist also tatsächlich so, dass die allermeisten Sichtungsberichte auf völlig konventionelle Sachen zurückgehen. Tatsächlich Heißluftballons, tatsächlich Iridiumflares, Jupiter, das gibt's alles. Aber es bleibt eben ein bestimmter Prozentsatz von Fällen, die sich nicht so einfach erklären lassen. Und zu diesen Fällen komme ich gleich. Diese Fälle sind so komplex, dass informierte Wissenschaftler von entweder interplanetaren Besuchern, also von den sogenannten Außerirdischen ausgehen, wenn sie auch überlegen, was Außerirdisch überhaupt heißt, heißt ja nur, es kommt nicht von der Erde. Wir wissen aber eigentlich gar nicht, woher es kommt oder von wann es kommt oder von wie es kommt. Wir wissen eigentlich gar nichts. Es könnte sich um Zeitreisende handeln, es könnte sich um Dimensionsreisende handeln oder auch um alles zusammen, wie gesagt. Wir sind dieser winzig kleine Planet. Sie müssen sich auch überlegen, unsere normale Betrachtungsweise auf irgendwas, wenn wir etwas wissenschaftlich untersuchen, ist mein Blick durchs Mikroskop. Ich habe hier ein Untersuchungsobjekt und das gucke ich mir an und ich kann darauf zoomen und je mehr ich darauf zoome, desto mehr finde ich raus oder auch nicht. Das funktioniert bei dem Thema UFOs und Außerirdische nicht, weil da sind wir das Untersuchungsobjekt. Denn wir können nicht auf einen Außerirdischen hinabblicken, sondern wir blicken von unten, von dem Trägerglas auf dem Mikroskop nach oben. Wir wissen überhaupt nichts darüber, um was es sich da handeln könnte. Deswegen müssen erstmal alle Hypothesen dafür gelten. Und denken Sie auch an Folgendes. Nach der schulwissenschaftlichen Theorie entstand das Universum, in dem wir leben, vor 13,7 Milliarden Jahren durch einen großen Kabum. Dann war alles da. Hat natürlich noch ein bisschen gedauert. Dann haben sich aus den Staubwolken Planeten zusammengeballt und so weiter, bis es dann vor 4,6 Milliarden Jahren zur Entstehung der Erde gekommen ist. Aber erst seit 2 Millionen Jahren soll es intelligentes Leben auf unserem Planeten geben. Überlegen Sie mal, wie lange intelligentes Leben auf unserer Erde gebraucht hat, sich zu entwickeln. Überlegen Sie auch, dass sich ja schon wesentlich eher intelligentes Leben im Universum hätte bilden können, selbst nach schulwissenschaftlicher Ansicht. Denn unseren Planeten gibt es ja erst seit 4,6 Milliarden Jahren, nicht seit 13,7 Milliarden Jahren. Das heißt, wer uns hier besuchen kommt, könnte uns unter Umständen Milliarden Jahre voraus sein in der Evolution. Wissen Sie, was das bedeutet? Wenn wir in unserer eigenen Evolution nur 1 Milliarde Jahre zurückgehen, wo waren wir dann? Da waren wir einzellige Organismen in der Ursuppe, nach schulwissenschaftlicher Theorie. Also der Evolutionsunterschied zwischen einem einzelligen Organismus in der Ursuppe und einem komplexen Organismus, denkenden, fühlenden, lebenden Menschen, ist unglaublich. Und wo könnten diese Besucher also sein? Könnten sie uns vielleicht so weit voraus sein, dass wir sie überhaupt gar nicht als Intelligenz erkennen? Und daraus übrigens ergeben sich auch fallen viele dieser Fragen, die wir so haben. Ja, wenn es Außerirdische gibt, warum landen die nicht mal auf dem Rasen vor dem Weißen Haus, klappen ihre Klappe auf und sagen, bringt uns zu eurem Anführer. Ja? So. Würden Sie, wenn Sie Ameisenforscher sind, mit der Ameisenkönigin diplomatische Kontakte aufnehmen, bloß weil Sie sich für den Ameisenhaufen interessieren? Ja? Das ist ein wichtiger Punkt dabei. Oder warum sollen die denn die ganze weite Strecke hierher fliegen, bloß um hier ein bisschen rumzuschwirren und dann wieder abfliegen? Wir wissen ja noch nicht mal, ob sie überhaupt durch den Raum fliegen. Wir wissen auch überhaupt nicht, ob sie überhaupt fliegen. Wir wissen kaum etwas darüber. Fakt ist allerdings, dass sich mindestens 19 Länder auf der Erde schon ganz intensiv und ernsthaft mit UFOs beschäftigt haben. Sie sehen hier, ganz oben, ich nehme jetzt hier wieder diesen Ballermann von Robert Stein, sehen Sie hier ein Beispiel aus einer britischen Polizeiakte. Sie finden tausende solcher Akten in offiziellen Staatsarchiven. Das hier ist vom British National Archives. Schreiben Sie sich das auf, googeln Sie das selber nach. Ich
bin gespannt, ob die Seitenzahl stimmt, aber sie müsste stimmen. Was Sie hier sehen, ist ein Objekt, das zwei Polizeibeamte gesehen haben. Sie wurden zu einer UFO-Sichtung gerufen. Die haben erst mal gesagt, ja, ja, klar, UFO-Sichtung. Dann sind sie also dann dahin in den Hof. Da haben die beiden Frauen erklärt, was sie da gesehen haben. Die Polizeibeamten haben es selbst gesehen, haben sich von einem Nachbarn Fernglas geborgt und haben das eine Stunde lang beobachtet. Es hat in der Zeit mehrere Male die Farbe gewechselt, ist erratisch, völlig ohne Flugbahn hin und her geflogen, ist dann auf die alle zugeschossen gekommen und dann verschwunden. Die Polizeibeamten selbst haben gesagt, es hat eine Kuppel auf der Ober- und Unterseite und hier ein blaues Licht, da ein orange-grünes, hier rote Lichter. Fragen Sie sich, welche natürliche Erscheinung könnte das gewesen sein, die Polizeibeamten da gesehen haben. Sie finden, wie gesagt, jede Menge solcher Fälle in offiziellen staatlichen oder militärischen Akten. Fakt ist also, dass das UFO-Thema, das angeblich so lächerlich ist, immerhin Gegenstand von militärischen Untersuchungen in mindestens 19 Ländern war. Die blau markierten Länder sind NATO-Bündnisstaaten. Und in nur 3 dieser Länder, in Belgien, Frankreich und Ecuador, wird das Thema UFOs überhaupt von zivilen Behörden untersucht. In den allermeisten Fällen war es das Verteidigungsministerium, war es die Luftwaffe. Solche Fälle unterlagen dann der militärischen Geheimhaltung oder unterliegen es bis zum heutigen Tage. Und wenn es der militärischen Geheimhaltung unterliegt, und das ist ja auch nachvollziehbar, weil welches Militär würde wohl gerne zugeben, dass da irgendwas in ihrem Luftraum rumfliegt, worüber sie keine Kontrolle haben. Wenn es der militärischen Geheimhaltung unterliegt, dann ist es natürlich völlig klar, dass nur wenige Informationen darüber an die Öffentlichkeit kommen und dass also nur wenige Wissenschaftler überhaupt erst in die Lage kommen, diese Daten zu haben, um das Phänomen wissenschaftlich und öffentlich zu untersuchen. Sie sollten außerdem wissen, dass die Existenz eines echten UFO-Phänomens als wissenschaftlich bewiesen gelten muss. Denn wenn wir von einem Beweis reden, ist immer die Frage, ja, was ist ein Beweis? Ja, wenn ich jetzt hier das blutende Messer habe, mit dem gerade jemanden anders abgestochen hat, dann ist das kein Beweis dafür, dass der das war. Es ist nur ein Beweismittel. Sie brauchen schon eine dazu befugte Autoritätsperson, also einen Richter, der in der Lage ist, also der Kraft des Amtes, die Autorität hat, die ihm zur Verfügung stehenden Beweismittel zum juristischen Beweis zu erklären. Wenn diese juristische Beweisführung ausbleibt, dann haben Sie keinen Beweis. Aber in diesem Falle haben Sie den Beweis. Mehrere staatliche UFO-Forschungsprogramme haben mehr als 1400 echte UFO-Fälle identifiziert. Und ich möchte Ihnen jetzt mal ein Beispiel geben. Ich habe gerade schon erwähnt, dass Frankreich eine UFO-Behörde hat. Das ist die Groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Diese Forschungs- und Studien- und Informationsgruppe über nicht identifizierte Luftraumphänomene ist der französischen Weltraumagentur CNES angegliedert. Und die hat seit 2005 die Aufgabe, auch die Bevölkerung über mögliche UFO-Erscheinungen aufzuklären. Also sie untersuchen die nicht nur in Zusammenarbeit mit der Gendarmerie Nationale, sondern sie veröffentlichen auch die Informationen, die sie haben. Die haben schon über 2000 Sichtungsfälle untersucht, mehr als 1000 davon auf der Webseite veröffentlicht. Und schauen wir doch mal, ob das wirklich so ist, dass UFO-Fälle immer mehr zurückgehen. Sie sehen hier auf der linken Seite, sehen Sie, wo die meisten UFOs gesichtet werden. Die Franzosen nennen es übrigens nicht UFOs, sondern PAN, also unidentifizierte Luftraumphänomene, was eben sehr viel cleverer ist, als das als UFO zu bezeichnen, wie ich vorhin schon gesagt habe. Sie sehen auf der linken Seite, sehen Sie, wo die meisten UFOs gesehen werden. Und so richtig interessant wird es hier auf dieser Seite. Schauen Sie mal. Diese Tortengrafik zeigt Ihnen an, dass die gemeldeten Sichtungen in 4 Kategorien eingeteilt werden. Erstmal in die Kategorie A, Phänomene, die gut absolut identifiziert sind. Ja? Keine Frage, was es war. Kategorie B sind die Phänomene probablement identifiés, also jene, die mit hoher Wahrscheinlichkeit identifiziert sind. Zum Beispiel eben um die und die Uhrzeit hat jemand dort ein blinkendes Licht gesehen. Ein Blick in den Flugplan zeigt, dass dort genau zu dieser Uhrzeit im Flugzeug langgeflogen ist. Die Beschreibung der blinkenden Lichter stimmt mit denen eines Flugzeugs überein. Also wird es allerhöchstwahrscheinlich ein Flugzeug gewesen sein, und zwar genau dieses. Das ist Kategorie B. Kategorie C sind die Fälle,
die deshalb nicht identifizierbar sind, weil die Wissenschaftler nicht über alle Daten verfügen, die sie bräuchten, um es aufzuklären. Aber selbst dann bleiben bei den Franzosen immer noch 22% der gemeldeten Fälle übrig von tatsächlich nicht identifizierten Phänomenen. Und die sind nicht deshalb nicht identifiziert, weil sie nicht alle Daten hatten, sondern weil sie alle Daten hatten und sie eben trotzdem keine konventionelle Erklärung finden konnten. Und ich möchte Ihnen mal ein Beispiel für einen solchen Fall aus der Kategorie geben, offiziell veröffentlicht von der französischen staatlichen UFO-Behörde. Haben Sie jemals von diesem Fall gehört? Trans-en-Provence, Januar 1981. Kleine Gemeinde in Südfrankreich, ja. Der Frührentner Renato Nicolai arbeitet gerade in seinem Garten gegen 17 Uhr, hört ein leises Zischen, er schaut in den Himmel und entdeckt ein Objekt, das weder Fenster noch Flügel hat und zügig auf den Boden zusteuert. Das kleine kreisrunde Objekt landet, er versteckt sich hinter einer Gartenlaube, hinter dieser Gartenlaube hier, und beobachtet das. Er beschreibt es später gegenüber der Gendarmerie als Bleifarben. Das ist übrigens der offizielle Gendarmerie-Vernehmungsprotokoll, was Sie hier sehen. Das Objekt ist bleifarben. Es hat die Form zweier aufeinandergetürmter Untertassen und sei auf zwei runden Stützen zum Stehen gekommen. Nach einer Minute steigt das Flugobjekt dann wieder mit einem leichten Zischen nach oben. Als es 25 Meter hoch schwebt, schießt es mit sehr hoher Geschwindigkeit in Richtung eines Waldes davon. Einen Tag später meldet seine Frau diesen Fall der Gendarmerie und die sichert dann dort tatsächlich Landespuren, sperren den gesamten Ort ab, informieren Jepin. Und die staatlichen UFO-Ermittler dort nehmen Boden- und Pflanzenproben, die sie von verschiedenen staatlichen Labors untersuchen lassen in Frankreich. Und das Ergebnis dieser staatlichen Untersuchungen ist, dass auf den Erdboden ein sehr starker mechanischer Druck ausgeübt wurde. Die Masse des Objekts schätzen die Forscher auf 500 bis 700 Kilogramm. Die Untersuchungen bringen außerdem ans Licht, dass der Boden auf bis zu 600 Grad Celsius erhitzt worden sein muss. Vor Ort wurden auch Pflanzenproben gesammelt, die ein Labor am Nationalen Institut für Agrarforschung in Frankreich untersucht hat und ebenfalls auf seltsame Anomalien gestoßen ist, was die Photosynthese betrifft. Der Prozess der Photosynthese in den Untersuchungen Pflanzen fiel rapide ab und blieb selbst 40 Tage später noch unter den erwarteten Werten. Und das ist ein Effekt, den der Laborleiter sich nur durch die Einwirkung gepulster Mikrowellenstrahlen erklären kann. Der Chef von Jepin resümiert diesen Fall und sagt, wir haben das physikalische Vorhandensein eines künstlichen Objektes nachgewiesen, das auf dem Boden aufsetzte und einen atypischen mechanischen Abdruck sowie biochemische Effekte auf die Vegetation hinterließ. Und Sie müssen wissen, dass dieser Fall Trans-en-Provence nur einer von vielen untersuchten Sichtungen ist, bei denen nachgewiesene physikalische Wechselwirkungen mit der Umwelt die Zeugenbeschreibung eines gelandeten UFO als äußerst glaubhaft erscheinen lassen. Lesen wir hingegen in den deutschen Massenmedien, lassen Sie mich kurz zurückkommen auf diesen erbärmlichen Artikel hier. Es geht mir eigentlich immer noch ganz gut, obwohl ich Ufologe bin. Wenn Sie den weiterlesen, dann finden Sie darin ein Zitat, das möchte ich mal kurz zeigen. Es wird nämlich ein Fall umrissen, der auch ein bisschen für Aufsehen gesorgt hat. Sehen Sie hier, ich habe mal die wichtigen Sachen unterstrichen. Einige Zeitungen berichteten 1990 von mehreren UFOs über Belgien, die angeblich von mehreren tausend Personen gesehen wurden. F-16 Kampfjets der NATO seien aufgestiegen. Am Himmel gestanden haben die UFOs nach einigen Berichten in der Nacht vom 30. zum 31. März, was letztlich auf die Vorbereitung auf einen saftigen Aprilscherz hindeuten könnte. Nehmen Sie das, wenn Sie das jetzt lesen, was würden Sie denken über das, was die da schreiben? Das wird wohl alles Quatsch sein, oder? Da haben irgendwelche Zeitungen irgendwas geschrieben, irgendwelche Leute wollen was gesehen haben, angeblich sind Kampfjets aufgestiegen, aber am Ende war es wohl doch nur ein Aprilscherz, oder? Und ich möchte Ihnen jetzt einfach mal zeigen, anhand dieses Beispiels,
dass es sich wirklich lohnen könnte, solchen Fällen, wenn Sie sowas mal wieder lesen, einfach ein bisschen genauer nochmal nachzuforschen. Was kriegen Sie denn raus, wenn Sie sich darüber informieren, was damals passiert ist? Ich möchte Ihnen jetzt die Aussage zeigen des ehemaligen Stabschefs der belgischen Luftwaffe, Wilfried de Brouwer, über das, was in die Geschichte der UFO-Forschung eingegangen ist, als die belgische UFO-Welle. Bitte, Video 2 ab. Ladies and gentlemen, good morning. My name is Wilfried de Brouwer. I'm a retired Major General of the Belgian Air Force, and I was Chief Operations in the Air Staff at the time that an exceptional UFO wave took place over Belgium. Indeed, during the evening of 29 November 1989, in a small area in eastern Belgium, approximately 140 UFO sightings were reported. Hundreds of people saw a majestic triangular craft with a span of approximately 120 feet, powerful beaming spotlights moving very slowly without making any significant noise, but in several cases accelerating to very high speeds. The following days and months, many more sightings would follow. The UFO wave would last more than a year, during which a Belgian UFO organization conducted more than 650 investigations and recorded more than 400 hours of audio witness reports. On one occasion, a photograph revealed the triangular shape and four light beams of the object. I have the photograph here if you want to see more details later on. But at the left, at your left, you see the original photograph. At the right, you can see an overexposed photograph which reveals the shape of the craft. Belgium had no official focal point for reporting UFO sightings. Nevertheless, in my function of chief operations, I was confronted with numerous questions about the origin and nature of these craft. In first instance, and in consultation with other NATO partners, I could confirm that no flights of stealth aircraft or any other experimental aircraft took place in the airspace of Belgium. In addition, the civil aviation authorities confirmed that no flight plans had been introduced. This implied that the reported objects or craft committed an infraction against the existing aviation rules. The Belgian Air Force tried to identify the alleged intruders and on three occasions launched F-16 aircraft. On one occasion, two F-16 registered rapid changes in speed and altitude, which were well outside of the performance envelope of existing aircraft. Nevertheless, the pilots could not establish visual context, and the investigation revealed that specific weather conditions may have caused electromagnetic interferences and false radar returns. The technical evidence was insufficient to conclude that abnormal air activities took place during that evening. In short, the Belgian UFO wave was exceptional, and the Air Force could not identify the nature, origin, and intentions of the reported phenomena. Thank you very much. So, also Sie haben jetzt erstmal erfahren, es war kein Aprilscherz und es hat auch nicht in der Nacht vom 30. auf den 31. März stattgefunden, sondern es hat über ein Jahr gedauert. Und was Ihnen der ehemalige Stabschef, der Generalmajor der belgischen Luftwaffe hier gesagt hat, ist, die belgische Luftwaffe war außerstande, die Art, Herkunft oder Absicht des gemeldeten Phänomens zu bestimmen. Glauben Sie, dass der Stabschef der belgischen Luftwaffe von der Absicht eines gemeldeten Phänomens redet, wenn er nicht irgendeine Art von Intelligenz dahinter vermutet?
Bis jetzt sind wir nur bei Vermutungen, ja? Wir kommen später darauf zurück. Bitte schauen Sie sich, wie gesagt, ich habe hier nur eine Stunde, um ein äußerst kontroverses und sehr, sehr umfassendes Thema zu präsentieren. Bitte schauen Sie sich kostenlos auf unserer Webseite die komplette Pressekonferenz hochrangiger Militärs an. Unter anderem sind da noch zwei weitere Generäle dabei, sowie ein ehemaliger Senator von Arizona und viele weitere, auch ein Iraner übrigens, General Pavez Jafari. Schauen Sie sich das ruhig mal an. Gucken Sie sich auch die offiziellen Dokumente an, die diese Leute dort präsentieren, um sich eine informierte Meinung über dieses Thema zu bilden. So, wie sieht es in Deutschland aus? Wir wissen, in 19 Ländern wurde das also schon offiziell untersucht. Wie ist es in Deutschland? Gibt es keine staatliche UFO-Forschung? Hat unser ehemaliger Bundesinnenminister, jetzt ist er Finanzminister, gesagt, 2008, sehr geehrter Herr V., eine Behörde oder Institution auf Bundesebene, die vermeintliche Sichtungen von unbekannten Flugobjekten, sogenannten UFOs, erfasst bzw. auswertet, sowie Projekte wie die von Ihnen beschriebenen, sind hier nicht bekannt. Ist das der Innenminister oder ist es der Pförtner vom Innenministerium oder warum weiß der eigentlich? Ist das bekannt oder ist es nicht bekannt? Es ist eine sehr interessante Formulierung. Tatsächlich wäre es gar nicht so absurd anzunehmen, dass es UFO-Forschung in Deutschland geben könnte, denn 1978 hat eine UNO-Resolution alle interessierten Mitgliedstaaten dazu aufgerufen, nationale UFO-Forschung zu betreiben und den Generalsekretär darüber zu informieren. Und darüber hat auch der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages eine Ausarbeitung geschrieben, die bis heute von der Öffentlichkeit, nicht der Öffentlichkeit freigegeben wird. Diese Ausarbeitung trägt den Titel Die Suche nach außerirdischem Leben und die Umsetzung der VN-Resolution A33-426 zur Beobachtung unidentifizierter Flugobjekte und extraterrestrischen Lebensformen. Das Interessante ist, obwohl der offizielle Standpunkt der deutschen Regierung ist, dass da also nichts an UFOs ist, und dass es da also auch keine Forschung gibt und dass man sich sowieso noch nie dafür interessiert hat, sind die Experten vom Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages ganz anderer Meinung. Ich bin im Besitz der vollständigen Ausarbeitung. Eigentlich, es gibt sogar noch eine zweite, von der bis jetzt noch nie die Rede war, aber die habe ich auch. Aber ich zeige Ihnen jetzt erstmal hier ein Zitat aus dieser Ausarbeitung. Da sagen die Experten vom Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages, das ist ein Astrophysiker und ein Politologe, ich zitiere, die Tatsache, dass sowohl Großbritannien als auch Frankreich sich mit der Fragestellung nach der Existenz von UFOs und außerirdischen Lebensformen beschäftigten und dies nach vorheriger Geheimhaltung in den letzten Jahren sogar via Internet veröffentlicht haben, legt die Vermutung nahe, dass sich auch deutsche Behörden oder Ministerien mit dieser Fragestellung befasst haben bzw. befassen. Und das ist ja eigentlich auch völlig logisch. Es haben ja alle Länder ringsherum gemacht. Und die Autoren fahren fort. Sie sagen, damals, als diese UNO-Resolution verabschiedet wurde, herrschte noch ein sehr ausgeprägtes Ost-West-Konfliktdenken vor. Zumindest in militärischer Hinsicht könnte nach damaliger Interessenlage durchaus ein Bedürfnis bestanden haben, Berichten oder Erscheinungen von UFOs nachzugehen und diese zu untersuchen. Die tatsächliche oder vermeintliche Entwicklung neuer Fluggeräte, Spionagesatelliten und ähnliche durch den militärischen Gegner könnte auch in der Bundesrepublik Deutschland in der Vergangenheit genügend Anlass geboten haben, sich mit solchen Fragestellungen zu befassen. Und es ist ja auch tatsächlich so, dass also Großbritannien zum Beispiel die UFO-Forschung auch gemacht hat aus Angst vor dem politischen Feind. Hätte ja sein können, dass die Sowjets eine Spionagedrohne über Großbritannien schicken, irgendein Flugmodell, was die noch nicht kennen, ja? Dann müssen die natürlich da gucken. Deswegen haben die auch UFO-Forschung gemacht. Das war einer der Gründe, warum die UFO-Forschung gemacht haben. Und überhaupt war ja das ausgeprägte Ost-West-Konfliktdenken hatte ja irgendwie was mit dem Kalten Krieg zu tun, oder? Und wie war das mit dem Kalten Krieg? Wo verlief nochmal die Frontlinie vom Kalten Krieg? Ach genau, das war ja genau durch Deutschland, durch mein Land, ja? So, und was? Und jetzt ausgerechnet in Deutschland soll niemand sich um UFOs gekümmert haben? Glauben Sie sowas? Wenn Sie allerdings die deutsche Bundeswehr fragen, ob Sie denn schon mal irgendwas gesehen haben auf dem Radar oder sowas, ja, dann kriegen Sie in der Regel diese Antwort hier. Seit Aufstellung der Bundeswehr, heißt es hier in einem Ablehnungsbescheid nach dem deutschen Informationsfreiheitsgesetz, wir haben das Informationsfreiheitsgesetz auch erst seit ein paar Jahren, es ist also noch relativ neu für deutsche Behörden
oder Institutionen, dass sie jetzt auf einmal Informationen rausrücken sollen an ganz gewöhnliche Bürger. Ja? Hier heißt es also, seit Aufstellung der Bundeswehr ist kein Fall dokumentiert, bei dem ein zunächst als unidentifizierbar eingestuftes Flugobjekt nicht abschließend seiner Art, Herkunft und seinem Ziel nach identifiziert werden konnte. Demzufolge existiert keine Aktenlage zu unidentifizierbaren Flugobjekten. Also die deutsche Bundeswehr behauptet allen Ernstes, dass sie noch niemals irgendetwas Ungewöhnliches registriert hätte. Noch nie. Da sehen Sie, das ist deutsche Bescheidenheit in ihrer Reinstform. Vielleicht hätte die deutsche Bundeswehr allerdings mal ihre Schweizer Kollegen fragen sollen. Denn während die deutsche Bundeswehr behauptet, dass sie noch nie sowas gesehen hat, haben die Schweizer tatsächlich sowas auch schon auf dem UFO gehabt, ja, auf dem Radar gehabt. Hier sehen Sie eine Radarspur vom 18. Juni 1993. Das ist ein Composite-Bild. Das heißt, was Sie hier sehen, ist von 5 Radarstationen gleichzeitig aufgenommen worden. Und während die Radarlotsen am 18. Juni 1993 versucht haben, herauszukriegen, um was es sich bei diesem Objekt handelt, was hier mit so 240 Sachen ohne Transponderkennung, also ohne Funkkennung hier so über die Alpen geschwebt ist, beschleunigt es auf einmal auf 4-fache Schallgeschwindigkeit und schlägt dabei einen spitzen Winkel nach links und verschwindet vom Radarschirm bei 4-facher Schallgeschwindigkeit. Jetzt ist das Problem, Sie können bei 4-facher Schallgeschwindigkeit gar keinen spitzen Winkel fliegen. Es gibt gar keine Technologie dafür. Und selbst wenn es die Technologie dafür gäbe, würde ich Ihnen davon abraten. Weil was passiert denn, wenn Sie mit 4-facher Schallgeschwindigkeit einen Spitzenwinkel fliegen? Sie brauchen gar keine 4-facher Schallgeschwindigkeit, um das Masseträgheitsgesetz mal in Aktion zu erleben. Reißen Sie doch einfach mal auf der Autobahn bei 160 Sachen das Lenkrad rum. Warum nicht? Ja? Ausfahrt verpasst zur Raststätte, kein Problem, machen Sie das nicht. Empfehlen Sie das dem Nachbarn, den Sie nicht leiden können, aber machen Sie das um Gottes Willen nicht. Denn das Masseträgheitsgesetz sagt einfach, dass das nicht möglich ist. Sie können einfach die Masse, die Sie hier in Bewegung gesetzt haben, nicht so ganz schnell rumreißen. Natürlich hat Ihr Körper auch eine gewisse Masse. Das heißt, selbst wenn Ihr Auto oder Ihr Fluggerät oder was auch immer hier diesen spitzen Winkel geflogen hat bei 4-facher Schallgeschwindigkeit, den spitzen Winkel fliegt, Ihr Körper tut's nicht. Ihr Körper endet wie ein Insekt, das an der Scheibe zermatscht. Sie sehen also diese Objekte, sie halten sich nicht nur nicht an unsere Flugsicherheitsgesetze, sie halten sich nicht mal an unsere Naturgesetze. Welches Militär der Welt würde denn darüber gerne Auskunft geben? Ich zeige Ihnen noch ein anderes Beispiel, weil wir ja hier in der Schweiz sind. All diese Radarbilder übrigens habe ich von dem Astrophysiker Illobrand von Ludwiger, eine wahre Koryphäe auf dem Gebiet der UFO-Forschung, arbeitet auch mit staatlichen Behörden zusammen und hat diese Sachen veröffentlicht in seinem Buch unidentifizierte Flugobjekte über Europa. Leider ist es schon vergriffen, wie übrigens alle interessanten Bücher über UFOs. Sie sehen hier extreme Änderungen der Flughöhe in einem Zeitraum von nur 6 Minuten. Sie sehen also hier die Flughöhe im Profil. Sie sehen, dass dieses Objekt, hier ist es die Draufsicht, und hier sehen Sie, das Objekt hat seine Flughöhe im Laufe von 6 Minuten mehrere Male um mehrere tausend Meter geändert. Wenn Sie einen Piloten fragen, ob der sowas schon mal gesehen hat, dann schüttelt der ungläubig den Kopf. Das Interessanteste ist aber, während die deutsche Bundeswehr behauptet, dass sie noch nie etwas Ungewöhnliches registriert hat über deutschem Territorium, haben die Schweizer das schon, und zwar über deutschem Territorium. Die grüne Linie ist die Landesgrenze. Der rote Bereich hier ist eine Flugverbotszone um eine NATO-Frühwarnstation, die damals 1996 jedenfalls NATO-Frühwarnstation war. Dort sollte überhaupt gar nichts rumfliegen. Sie sehen da trotzdem unidentifizierte Radarechos. Wie soll man also die Situation beschreiben, die uns sowohl aus deutschen Massenmedien als auch aus den Mündern deutscher Politiker entgegenschlagen? Es ist im Grunde so ein bisschen wie mit den beiden Goldfischen im Goldfischglas. Normalerweise schwimmen die ja auch immer eine Runde. Ja? Die schwimmen und schwimmen. Und es wird ja von Goldfischen auch gesagt, dass die nur ein Gedächtnis von 2 Sekunden haben. Das heißt, immer wenn die hier an diesem Schild vorbeikommen, wo drauf steht, hier jetzt lang, das ist immer wieder neu. Guck mal, hast du das Schild schon gesehen? Hey, hier steht ja ein Schild. Guck mal, hier ist ja ein Schild.
Das ist sozusagen die kleine, heile Welt der beiden Goldfische im Goldfischglas. Sollte wirklich einer der Goldfische mal auf die Idee kommen, seine Nase am Glas Platz zu drücken und nach außen zu schauen und sich zu fragen, so wie wir vielleicht nachts in den Sternenhimmel blicken, ja, und uns so diese unglaublichen Größen da im Universum klar machen. Wenn der sich dann fragt, hast du da schon mal was gesehen? Oder glaubst du, es ist vielleicht möglich, dass es was gibt, was größer ist als wir? Dann sagt der andere Goldfisch garantiert, so ein Quatsch, schwimm weiter. Und zwar hier lang. Ach, hast du schon das Schild gesehen? Guck mal, hier ist ein Schild. Bis jetzt habe ich nur über UFOs geredet, aber ich habe bis jetzt die Erklärung, wieso ich denke, dass es sich bei UFOs um intelligent gesteuerte Flugobjekte handeln kann, unter anderem auch, bin ich Ihnen bis jetzt schuldig geblieben. Ich möchte Ihnen, ich habe noch 14 Minuten, diesen Bericht vorstellen. Es handelt sich um eine dreijährige Militärstudie französischer hochrangiger Militärs. Die haben 3 Jahre lang das UFO-Phänomen im Hinblick auf die nationale Sicherheit untersucht. Die Überschrift hier heißt UFOs und die Verteidigung, à quoi doit-on se préparer, worauf müssen wir uns vorbereiten? Ist völlig klar, ja, diese Offiziere der Militärstudie, die haben wohl nicht das Hamburger Abendblatt gelesen oder die Welt, wo drin steht, dass das alles Quatsch ist. Nein, die haben ihre eigenen Untersuchungen gemacht. 3 Generäle haben teilgenommen. Auch hier sehen Sie hier der technische Direktor von Air France, der Kommandant der Gendarmerie Nationale, Generaldirektion der zivilen Luftfahrt und so weiter und so fort, militärische und zivile Piloten. Und haben also völlig klar anhand nur der Ihnen vorliegenden Fälle diese Sachen untersucht. Was bedeutet das? Welche Schlussfolgerungen können wir daraus ziehen? Wie verhält es sich? Und hier sind Ihre Schlussfolgerungen. Und das steht jetzt hier auf Französisch. Ich möchte es nur ganz kurz zusammenfassen, was Sie sagen in diesem großen Kometa-Report. Sie sagen, die Studien zeigen die beinahe sicher belegte physikalische Realität absolut unbekannter Flugobjekte mit erstaunlichen Flugeigenschaften, die geräuschlos sind und offenbar intelligent gesteuert werden. Ja? Apparemment mu par des intelligences, da steht's, sehen Sie. So. Diese fliegenden Objekte wirken stark beeindruckend durch ihre Flugmanöver auf Piloten, sowohl zivile als auch militärische, die nur zögerlich darüber sprechen. Die Befürchtung, lächerlich, entrückt oder unglaubhaft dazustehen, ist der Hauptgrund für ihre Zurückhaltung. Geheime Fluggeräte irdischen Ursprungs können nur einen geringen Teil der Fälle erklären. Eine einzige Hypothese, sagen diese Militärexperten, nach 3 Jahren Erforschung des Phänomens, trägt den Fakten ausreichend Rechnung und beruft sich dabei im Wesentlichen auf den heutigen Stand der Wissenschaft. C'est celle des visiteurs extraterrestres. Es ist jener der außerirdischen Besucher. Das steht in einer dreijährigen Militärstudie über dieses Phänomen. Nun sind die Franzosen aber damit nicht allein. Und dazu kommen wir zum letzten Video, das ich Ihnen hier zeigen möchte. Manchmal passiert nämlich auch irgendwas, wo dann niemand mehr sagen kann, wir haben das nicht gesehen oder wir können das ignorieren oder wir schweigen es tot. Wie zum Beispiel 1986 über Brasilien. Es ist als die offizielle UFO-Nacht Brasiliens in die Geschichte eingegangen. Ich möchte Ihnen jetzt einen kurzen Fernsehbericht dazu zeigen. 3 Minuten, bei der der Luftwaffenoffizier, der Luftwaffenminister höchstpersönlich sich gezwungen sah, einzuräumen, dass das Land von Flugobjekten besucht wurde. Es ist leider ein bisschen reißerisch aufgemacht, der Fernsehbericht, aber sehen Sie selbst, die Leute, die da sprechen, sprechen ja für sich. Bitte Video ab. Esta semana, altas autoridades militares do Brasil admitiram publicamente pela primeira vez ter visto objetos voadores não identificados, os OVNIs. O próprio ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Moreira Lima, deu a entrevista para informar que pilotos das bases de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, e de Anápolis, em Goiás, chegaram até a perseguir e a ser perseguidos pelos objetos voadores não identificados na região de São José dos Campos, sobre o Vale do Paraíba e trechos do estado do Rio de Janeiro. Eram 21 OVNIs. Segundo os militares, que ficaram mais de 3 horas sobrevoando o território brasileiro na noite de segunda e madrugada de terça-feira. Toda vez que é detectado algum objeto não identificado,
evidentemente há um processo bastante eficiente de verificar se foi alguma aeronave que está voando sem um plano de voo aprovado, etc. Mas quando se comprova que é algo diferente, as aeronaves então são acionadas. O que ocorreu foi que os radares detectaram vários objetos não identificados na área de São Paulo, São José dos Campos, Rio de Janeiro. A descoberta dos OVNIs nos céus do Brasil até que eles desaparecessem sobre o mar se deu da seguinte maneira, contado minuto a minuto. Às 8h50 da noite de segunda-feira, um ponto luminoso é detectado pela torre de controle do aeroporto de São José dos Campos. A torre pede ao comandante Alcir, que viajava com o coronel Osiris Silva, presidente da Petrobras, que fizesse uma busca visual do OVNI. 21 horas e 10 minutos. Sinais luminosos são vistos pelo comandante Alcir. Isso era uma estrela bem luminosa, de cor alaranjada, de avermelhada, parecida assim. Quando então nós informamos ao controle de São José dos Campos que iríamos prosseguir em direção a esse objeto, sei lá, ou a essa luz. E essa luz simplesmente desapareceu, como se fosse uma luz que tivesse apagado. 21 e 14, o controle de radar de São Paulo recebe sinais sem identificação. 21 e 15, o controle radar de São Paulo informa ao centro de tráfego aéreo em Brasília. 21 horas e 20 minutos, Brasília confirma a presença de sinais no radar. 22 horas e 23 minutos, o primeiro jato F-5 sai da base aérea de Santa Cruz. 22 horas e 45, o radar de Anápolis detecta sinais. O Mirage sai da base em busca dos OVNIs. 23 horas e 15 minutos, o piloto do primeiro F-5 a entrar em ação vê bolas de luz pela primeira vez e começa a perseguir os OVNIs. 23 e 17, mais um Mirage sai da base de Anápolis, aumentando a perseguição. 23 horas e 20 de segunda-feira, o F-5 recebe pela primeira vez sinais no radar de bordo. 23 e 36 minutos, o terceiro Mirage sai da base de Anápolis. Vários minutos, as aeronaves nossas que decolaram foram acompanhadas por esses objetos. Uma aeronave foi acompanhada por cerca de 7 de um lado e 6 do outro. Agora, qual é a explicação? Não podemos dar ao senhor, porque nós não temos essa explicação. Ja, Erklärung? Also ich fasse das nochmal kurz zusammen. Der Luftwaffenminister hat jetzt hier gerade gesagt, sie haben jede Menge Jets losgeschickt, um diese unidentifizierten Eindringlinge im Luftraum zu verfolgen und wurden dann selbst zu den Gejagten. Das hat er gerade gesagt. Das wurde als offizielle UFO-Nacht Brasiliens bekannt und es ist jetzt nicht nur dieses olle Video, was ich Ihnen hier zeige, sondern ich möchte Ihnen den vertraulichen Militärbericht, der dazu inzwischen auch an die Öffentlichkeit gelangt ist, auch präsentieren. Das hat mein Kollege A.J. Dewart in Brasilien, der auch zum Exopolitics World Network gehört, ausgegraben. Und hier ist es also völlig klar, der in diesem ehemals vertraulichen Bericht des Luftwaffenbrigadiers José Pessoa Cavalcanti vom 2. Juni 1986 heißt es, die Erscheinungen erzeugten Radarechos nicht nur in den Systemen der Luftverteidigung, sondern wurden auch auf den Bordradars der Abfangjäger und zeitgleich von den Piloten bestätigt. Änderung der Geschwindigkeit von Unterschall auf Überschallgeschwindigkeit, die Fähigkeit zu schweben, die Fähigkeit plötzlich zu beschleunigen und abzubremsen. Und hier das entscheidende Zitat, ja, als Schlussfolgerung aus den beobachteten Fakten ist es die Meinung dieses Kommandos, dass es sich bei dem Phänomen um ein solides Phänomen handelt, das durch seine Fähigkeit, den Beobachtern zu folgen und Informationen zu fliegen, auf eine gewisse Form von Intelligenz hinweist. Hier, sagt der Former Intelligentia. So, das ist also völlig bekannt bei den Militärs in Brasilien und in Frankreich. Warum erfahren wir darüber nichts? Ich möchte ganz kurz auf den offiziellen Standpunkt der US-Luftwaffe hinweisen. Die sagen, dass keine von der Luftwaffe jemals untersuchte UFO-Meldung jemals Anzeichen einer Bedrohung der nationalen Sicherheit gezeigt hat.
Dass dem nicht der Fall ist, wie Sie das sagen, beweist dieser Fall vom 16. März 1967, als ein UFO mehrere Atomraketen deaktiviert hat, als es gerade darüber schwebte. While I was on duty, es begann, als ich Dienst hatte. Wir hatten die Kontrolle über die Raketen. Dabei saß ich in einer Untergrundbasis, ungefähr 20 Meter unter der Erdoberfläche. Wir hatten die Aufsicht über 10 Langstreckenraketen, in diesem Fall die Minuteman 1-Rakete. Ich hatte Dienst und an einem frühen Morgen des 24. März 1967 erhielt ich einen Anruf von dem Wachmann an der Oberfläche. Er berichtete mir, dass dort seltsame Lichter am Himmel hin und her schossen, die plötzlich stoppten, wieder umkehrten und dabei keinerlei Geräusche verursachten. Er wollte mir davon berichten und sagte, Sie haben das beobachtet. Ich wusste nicht, was ich davon zu halten hatte, und ich sagte, na gut, und habe wieder aufgehängt. Aber ich hielt es schon für merkwürdig, denn das waren sehr professionelle Menschen. Die haben immer genaue Berichte abgeliefert. Das ist ja ein sehr ernsthaftes Geschäft, Atomwaffen. 5 Minuten später rief er zurück. Diesmal schrie er ins Telefon. Er sagte, alle Wachmänner hier sind mit den Waffen draußen. Wir sehen ein glühendes rotes Objekt, das über dem vorderen Tor schwebt. Das Tor war circa 25 Meter entfernt und das Objekt schwebte darüber und hatte ein pulsierendes rotes Licht. Er wollte von mir Anweisungen, wie er nun zu verfahren hätte. Ich sagte zu ihm, achten Sie darauf, dass es nicht innerhalb der Absperrung gerät. Ich dachte, es handelt sich vielleicht um einen Angriff. Dann sagte er, einer der Wachmänner habe sich verletzt und legte wieder auf. Ich ging zu meinem Kommandanten, um ihn darüber zu unterrichten. Fred Maywald hieß der damals. Und plötzlich gingen alle Raketen aus. Die grünen Lichter wurden rot. Das bedeutete, dass die Raketen deaktiviert wurden. Das war der sogenannte No-Go-Zustand. Is there anything, any evidence to show gibt es Beweise dafür, dass es eine technische Verbindung gab zwischen dem Objekt, das über den Atomraketen gesehen wurde, und der Technik? Ich zeige dazu in meiner Präsentation eine Aussage, die besagt, dass das ein sehr unwahrscheinlicher Vorfall war. Denn die einzelnen Logikkoppler, so werden die genannt, mussten einzeln angesteuert werden. Sie sind ja nicht alle miteinander verbunden und in Serie geschaltet, sodass man alle verlieren würde, wenn einer betroffen ist, sondern es waren ganz individuelle Verbindungen. Das wäre sehr unwahrscheinlich. Und natürlich war die ganze Einrichtung so angelegt, dass sie einem atomaren Angriff widerstehen würde, oder? Ja, sie würde elektromagnetischen Pulsen widerstehen. Wenn es eine atomare Explosion gibt, dann erzeugt diese eine elektromagnetische Welle. Und diese kann elektrische Geräte abschalten. Ja. Die US-Luftwaffe war natürlich auf so etwas vorbereitet und es ist dennoch passiert. Ja. Es scheint also eine Verbindung zu geben zwischen dem UFO und dem Ausfall. Sie sagten, Sie waren überzeugt, dass es Außerirdische waren damals oder vielleicht auch Zeit- oder Dimensionsreisende. Was glauben Sie, worin bestand Ihr Motiv? Ich glaube, dass das eine Botschaft war. Sie haben ja keine Waffen
beschädigt. Wir waren in der Lage, die Waffen am nächsten Tag wieder in den Gefechtsstand zu versetzen. Wenn sie uns angreifen wollten, dann hätten sie unsere Waffen zerstört. Ich glaube, die haben das als Botschaft verstanden. Und die Botschaft besagte, schafft eure Atomwaffen ab. Denn das sind keine Kriegswaffen, sondern es sind Massenvernichtungswaffen. Ganz einfach. Es sind zerstörende Waffen. Das ist doch kein Krieg. Das ist nur Zerstörung um der Zerstörung willen, die den Planeten zerstört. Und sie haben natürlich auch langfristige Effekte. Aber also ich fahre auch wirklich selber rum und rede mit den Augenzeugen, auch mit Astronauten, mit ich habe auch schon mit dem Verteidigungsminister von Kanada darüber geredet. Also es ist wirklich unglaublich, was Sie da an Augenzeugen finden. Und hier sehen Sie, dass aus dem Militärbericht, der auch da inzwischen freigegeben worden ist, über diesen Fall von März 1967, das genaue Gegenteil von dem drinsteht, was die USA behauptet. Es steht nämlich die Tatsache, dass für den anscheinenden Verlust von 10 Raketen kein offensichtlicher Grund festgestellt werden kann, bereitet diesem Hauptquartier große Sorgen. Grave concern. Also wenn zu Hochzeiten des Kalten Krieges ein unidentifiziertes Objekt einfach mal so die Hauptverteidigungsachse der USA weghaut, ja, indem es die einfach mal so deaktiviert, einfach so, und die wissen nicht mal, wie die das gemacht haben, wie würden Sie denn das anders bezeichnen als eine Bedrohung der nationalen Sicherheit? Sie sehen also, uns wird offenbar nicht alles darüber gesagt. Und auch hier dazu gilt, bitte schauen Sie sich auf unserer Webseite völlig kostenlos die komplette Pressekonferenz an. Es ist auch nicht nur dieser eine alte Onkel, der da was erzählt hat, sondern es sind viele Militärs. Es sind unglaubliche Dokumente inzwischen dazu an die Öffentlichkeit gelangt. Sie finden das alles unter dem Stichpunkt UFOs und Atomwaffen auf unserer Webseite. Bitte schauen Sie sich das in Ruhe an und bilden Sie sich Ihre eigene Meinung. Was die Gründe der Geheimhaltung angeht, neben der nationalen Sicherheit natürlich, ja, möchte ich ganz kurz noch darauf eingehen. In diesem CIA-Memo von 1952 machte sich der amerikanische Auslandsgeheimdienst schon damals, schon vor so vielen Jahren, schon vor 60 Jahren, darüber Gedanken, was das UFO-Phänomen eigentlich jetzt für die Gesellschaft bedeutet. Sie haben sich gefragt, also Sie haben festgestellt, die Situation der fliegenden Untertassen enthält zwei Gefahrenelemente, nämlich psychologisch. Ja. Bei den weltweiten berichteten Sichtungen fanden wir, dass in der sowjetischen Presse kein Bericht über UFOs erschienen ist. Und das kann also nur von einer offiziellen politischen Entscheidung herrühren. Und daraus ergibt sich für die CIA, steht hier die Frage, ob diese Sichtungen kontrolliert, vorhergesagt oder offensiv oder defensiv für psychologische Kriegsführung angewendet werden könnten hier. Also Sie haben sich gesagt, wenn dieses Phänomen derart viel Aufsehen erregt in der Bevölkerung, dann müssen wir aufpassen, dass unsere Bevölkerung sich nicht von einer gefälschten UFO-Attacke der Sowjets beeinflussen lassen, und haben also auch empfohlen, dass man dieses Thema dann entsprechend klein hält. Ja? Ähnlich verhält es sich mit diesem Bericht, der Brookings Report genannt wird, ein von der NASA in Auftrag gegebener Bericht für den Ausschuss für Wissenschaft und Raumfahrt des US-Repräsentantenhauses, in dem sie sich über vorgeschlagene Studien über die Implikationen der friedlichen Weltraumaktivitäten auseinandersetzen. Und darin heißt es, die Anthropologie, also die Menschheitsgeschichte, kennt viele Beispiele von Gesellschaften, die sich ihres Platzes im Universum sicher waren und die zerfielen, als sie mit bis dato unbekannten Gesellschaften zusammenkamen, sich denen anschließen mussten, in denen andere Vorstellungen und Lebensweisen vorherrschten. Wir wissen, wir haben das gesehen beim Kolonialismus, ja.
andere Gesellschaften, die eine solche Erfahrung überstanden, mussten dafür eine Veränderung ihrer Werte, Einstellungen und Verhaltensweisen in Kauf nehmen. Und hier in dem unteren Zitat heißt es in diesem Bericht, dass man sich die Frage stellen muss, und auf welche Weise und unter welchen Umständen könnte diese Information der Öffentlichkeit präsentiert bzw. dieser vorenthalten werden und zu welchem Zweck? Welche Rolle könnten die Wissenschaftler, die die Entdeckung machen, bei der Bekanntgabe ihrer Entdeckung spielen? Sie sehen also, dass Politiker offenbar sich ganz klar darüber sind, dass es sich hier um Dynamit handelt für den gesellschaftlichen Zusammenhalt an sich. Genau mit dieser Frage haben sich auch, und ich komme jetzt langsam zum Ende, zwei Politikwissenschaftler, sehr angesehene Politikwissenschaftler in diesem viel beachteten Paper beschäftigt, das auch in dem, also in Political Theory, einem Fachjournal erschienen ist. Und sie fragen sich darin, warum eigentlich UFOs tabu sind, so für die Regierung. Warum wird das eigentlich nicht ernsthaft behandelt? Und sie argumentieren, dass eine seriöse Studie über UFOs die sogenannte anthropomorphe Souveränität, unter der moderne Staaten operieren, untergraben könnte. Sie sagen also, bislang haben sich die Menschen die Macht immer nur unter sich aufgeteilt. Von der Möglichkeit, dass es höher entwickelte Zivilisationen gibt, die da mitmischen, da hat noch niemand drüber nachgedacht. Und außerdem, wer würde denn dann noch auf die Regierung hören, wenn die wissen, dass da noch andere sind? Also eine Regierung kann sich nicht mit dem UFO-Thema ernsthaft beschäftigen und das öffentlich zur Diskussion geben, weil sie dann an dem Ast sägen würden, auf dem sie sitzen. Das sagen diese beiden Politikwissenschaftler. Dabei ergeben sich ganz wichtige Fragen für die Zukunft der Menschheit aus dem, was ich als die sogenannte außerirdische Präsenz bezeichnen würde. Wobei ja nicht klar ist, ob es um was es sich handelt, aber um eine Art von Intelligenz handelt es sich. Es ergeben sich unglaublich viele Fragen aus dem UFO-Phänomen. Sehr wichtige Fragen für uns als Menschen. Nehmen Sie allein mal die ganz unscheinbar, ganz ungefährlich klingende Frage, wie kommen die eigentlich hierher? Weil eins ist ja völlig klar, mit Erdöl kommen sie ja wohl nicht angeflogen, oder? Oder sie kommen hierher zum Nachtanken. Aber mit Erdöl decken wir 36% unseres weltweiten Energiebedarfs. Und das, obwohl offenbar, wie mein Freund Klaus Turtow schon gesagt hat, völlig andere Technologien selbst auf unserem Planeten ja schon vorherrschen. Aber überlegen Sie mal, was alles an diesen 36% des Energiebedarfs für Erdöl, was daran alles hängt. Da hängt die Bedeutung des US-Dollar als Leitwährung dran. Da hängen globale Machtverhältnisse dran. Da hängt ein ganzer Industriezweig dran, die gesamte, wirklich, es würde sich alles verschieben alleine, wenn Erdöl überflüssig würde und wir in Besitz dieser Technologie kämen, nach einem interplanetaren Technologietransfer vielleicht. Ja? Das ist also eine allein diese unscheinbare Frage, wie kommen die überhaupt hierher? Und dann ist es natürlich auch so, würden wir nicht anfangen, Fragen zu stellen, wenn wir es wirklich erstmal verdaut haben, okay, wir sind nicht allein im Universum, kämen wir dann nicht auf ganz interessante Fragen, die wir uns zum ersten Mal ganz ernsthaft auch Fragen stellen können? Zum Beispiel, wie ist denn eigentlich bei denen die Gesellschaft organisiert? Alter, wie viele Jahre? Haben die überhaupt Jahre? Finden dort Wahlen statt? Haben die überhaupt Wahlen? Wer wird da gewählt? Mit was für einer Währung bezahlen die? Gibt es bei denen Staatsoberhäupter, Obdachlose, Terroristen, Kriege wie bei uns? Überfallen die Außerirdischen auch andere Staaten auf ihrem Planeten wegen Rohstoffen? Gibt es bei denen überhaupt Staaten? Und nicht zu vergessen, wie hoch ist eigentlich der Spitzensteuersatz bei den Außerirdischen? Oder gibt es etwa gar keine Steuern bei denen? Da, wenn es gar keine Steuern gibt, ja, wie finanzieren die denn dann ihre Gesellschaft? Gibt es da überhaupt Geld? Gibt es überhaupt nicht noch eine völlig andere Möglichkeit, die Gesellschaft zu organisieren? Aber das ist ja nicht alles, ja, womit die ihre Miete bezahlen oder was sie überhaupt bezahlen müssen, sondern es ergeben sich auch viele, viele schlimme, schwierige Fragen für althergebrachte Institutionen auf unserem Planeten. Glauben die Außerirdischen an Gott? Gehen die Außerirdischen in die Kirche? Gilt die Erbsünde auch für die Außerirdischen?
Müssen die außerirdischen Frauen auch einen Schleier tragen? Das sind Fragen, die traditionelle Institutionen auf der Erde tatsächlich in Bedrängnis bringen könnten. Ich will an der Stelle jetzt nicht besonders weit gehen, weil das ist ein sehr sensibles Thema. Aber überlegen Sie sich mal, was es allein religiös bedeutet. Immerhin hat der Chefastronom des Vatikans 2008 gesagt, naja, man kann schon auch als gläubiger Christ, kann man auch schon an Außerirdische glauben, denn wenn man die Existenz von Außerirdischen ausschließen würde, dann würde das ja bedeuten, dass man der kreativen Schaffenskraft des Schöpfers Grenzen setzt. Das geht natürlich nicht. Also die katholische Kirche hat sich da schon etwas drauf vorbereitet. Sehen Sie, diese wichtigen Fragen für die Zukunft der Menschheit sind der Grund, warum wir bei Exopolitik auch nicht aufhören werden, diese Sache zu verfolgen. Wir machen gerade mal auf dem Planeten seit 50 Jahren Raumfahrt. Irgendwann werden wir uns damit auseinandersetzen müssen, dass wir nicht die Krone der Schöpfung sind. Dass es offenbar noch andere gibt. Wie gehen wir damit um? Persönlich, gesellschaftlich, als Ganzes, als Planet? Das sind die Fragen, die wir uns als Menschen stellen müssen in Zukunft. Es kann sein, dass es noch ein bisschen dauert bis dahin. Aber früher oder später kommen wir an diesen Punkt. Und das ist der Grund, warum wir uns damit beschäftigen. Ich bin davon überzeugt, dass die Evolution der Menschheit im Grunde ein Teil der Evolution von Bewusstsein im Universum ist. Wir sind ein Bestandteil des Universums, wir gehören ja dazu. Und die Evolution des Bewusstseins, die hängt jetzt hier daran, dass es geheim gehalten wird, aus irgendwelchen Machtgründen vielleicht, aus militärischen Geheimhaltungsgründen oder irgendwas. Aber ehrlich, wir als Menschheit müssen uns früher oder später ernsthaft eben mit dieser Frage beschäftigen. Und ich bin der Überzeugung, dass Bewusstsein, dass Evolution ein gelenkter, liebevoller, sehr bewusster Prozess im Universum ist. Alles andere als zufällig. Und die Evolution von Bewusstsein im Universum wird sich nicht stoppen lassen von ein paar machthungrigen Leuten, die weiterhin ihren Job behalten wollen, einfach nur um den Status quo zu bewahren. Bitte prüfen Sie aufmerksam dieses Thema für sich. Es hängen sehr viele Fragen dran, die mit den Grundfragen zusammenhängen, mit denen wir Menschen uns seit unserer Existenz beschäftigt haben. Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Was ist unsere Verbindung mit dem Universum? Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen herzlichen Dank. Danke, Robert Fleischer. Danke. Es war hochinteressant. Danke. Vor allem würde ich sagen, nüchtern, solide, humorvoll. Man könnte auch depressiv werden, wenn man überhaupt in die Nähe dieses Themas kommt. Ja, Moment. Nee, es geht mir immer noch ganz gut. Bist immer noch? Okay, ja. Also hat mich sehr beeindruckt, mit welcher Tiefe, mit welcher Seriosität du da rangegangen bist, sag ich mal du hier. Und das hat mich sehr beeindruckt. Wir werden einfach dranbleiben an dem Thema, geöffnet. Mein Herz ist in der Ruhe. Es war nicht irgendwas, was mich gewarnt hätte vor dir. Nicht vor dem Thema. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Wenn es so ist, ist es so. Also das muss man einfach mal attestieren. Wir sind hier, wie gesagt, um zu spüren, was geht in uns ab. Kopf, Ohr, Auge hat vieles gesehen. Es war für mich eine Harmonie. Also ich werde an dem Thema dranbleiben. Natürlich bin ich froh, wenn andere dieses Thema weiter bearbeiten, aber Dankeschön. Ganz herzlichen Dank, dass Danke. Du uns hier in deine Forschungsarbeit reingenommen hast. Danke. Ich möchte auch noch sagen, ganz kurz bitte, ja. es ist ein sehr, sehr komplexes Thema, in einer Stunde kann man nichts darüber sagen, wir haben da hinten an unserem Stand noch sehr viele gut. weitere Informationen, falls Sie sich dafür interessieren. Es sind ja auch sehr viele Implikationen, die damit zu tun haben, Sie finden da auch viele Informationen, zum Beispiel über freie Energie. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit nochmal. Vielen Dank. Thank you.